Hallo zu Leute heute. Ein Verfahren gegen Jerome Boateng wird seit heute neu aufgerollt. Der frühere Bayern-Profi war vor einem Jahr von einem Richter für schuldig befunden worden, seiner früheren Freundin ins Gesicht geschlagen zu haben. Nach dem Urteil hat Boateng den Anwalt ausgetauscht und heute hat das Berufungsverfahren begonnen. Ganz nach dem Motto alles anders und alles neu hat sich gestern der Bayerische Fernsehpreis präsentiert. Der heißt jetzt Blauer Panther. Zum ersten Mal sind auch Streaming-Formate und digitale Produktionen ausgezeichnet worden. Ein Abend, für den sich auch Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheid in Schale geworfen haben. Wir schauen mal auf die Gala und den roten Teppich. Hier ist wieder Leute heute live aus München mit weiteren Nachrichten von den Stars. Bitteschön. Eloy de Jong, ein Niederländer, der deutsche Schlager singt. Seine Karriere hat aber ganz anders angefangen, in den 90er Jahren nach einer Castingshow mit der Boygroup Caught in the Act. Seitdem sind viele Jahre vergangen und einiges von dem, was ihm widerfahren ist, trägt er immer noch mit sich herum, als Tattoo. Das war's auch schon wieder von uns. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder reinschauen. 17:45 Uhr. Bis dann. Tschüss.